Lieber Tristan Pütter, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kurzinterview mit goldenekamera.de. Ja, schön. Ich freue mich auch. Tristan, Hand aufs Herz. Fitter oder fertiger? Was machen einen die ganzen Tanz- und Gesangsszenen denn wirklich? Naja, also erstmal fertiger, dann noch fertiger, dann total fertig und dann langsam immer fitter. Und jetzt bin ich, wo ich eigentlich ziemlich erkältet bin, topfit, muss ich sagen. Ich bin am Start. Wie geht's weiter mit Freddy? Freddy erlebt Höhen und Tiefen, dem geht's mal richtig schlecht, dann geht's ihm wieder super. Also da kann man sich echt drauf freuen. Der Typ wird so einiges erleben in den nächsten 3 Folgen. Ihr dreht einen Film im Film. Wie hat sich die Filmbranche denn damals am meisten unterschieden von der derzeitigen? Naja, also so richtig... ich glaube, Filmstars waren damals natürlich noch was, ein bisschen was anderes als jetzt in Deutschland. Damals gab es richtige Riesen-Ikonen. Das ist ja heutzutage in Deutschland gar nicht mehr so wirklich da. Da gibt es dann Till und den Matthias und den Elias oder so. Aber damals waren das wirklich schillernde, große Diven und so. Also jetzt in Deutschland, meine ich, natürlich haben wir die in Amerika so mehr oder weniger vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ja, sonst die Inhalte, also... ich verrate, nee, ich darf eigentlich gar nichts verraten, ne? Aber wenn man die Kostüme sieht, die ich anziehen muss, ja, in dem Film im Film, die sieht man heute nicht mehr so oft. Also es wird ganz witzig, glaube ich. Als Gesangsduo Niki und Freddy studiert ihr auch einen Song ein und zwar hast du wirklich diesmal singen lernen müssen. Wie schwer war das? Wie groß war dein Respekt vor diesem Job? Also ich muss sagen, mein Respekt vorm Singen ist riesig groß. Deswegen fand ich es auch wirklich nicht so einfach. Das Problem am Singen ist, man kann es ja nicht wirklich lernen. Entweder du hast es drauf und du hast das Talent oder du hast es eben nicht. Und ich habe mein Bestes gegeben und habe auch natürlich Gesangsunterricht genommen und all das. Das Ergebnis wird man dann im Film sehen und dann hoffe ich, dass sich nicht irgendwie die Scheiben der Zuschauer oder der Fernseher an sich zerbricht oder so, wenn ich meine Töne schmetter. Gucken. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Kudamm 56 und wird es von Kudamm 59 hoffentlich auch sein? Das Erfolgsrezept ist, sind tolle Schauspieler in wahnsinnig tollen Sets. Eine Autorin, die in die Figuren reingucken lässt, ohne alles gleich beim ersten Take zu verraten. Es sind Geschichten, mit denen jeder was anfangen kann, die vielleicht jeder aus seiner eigenen Familie auch kennt. Und es ist ja spannend, mal so ein kleines Fenster aufzumachen in diese Zeit von damals. Und Schlussfrage, wie sehr klingeln dir abends die Ohren, wenn du den ganzen Tag so Ohrwürmer hörst, wie immer will ich bei dir sein, immer will ich treu dir sein, ich lass dich nie allein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schrecklich. Nein, es geht. Danke für das Interview.